Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, es kam jetzt echt lange kein Talk mehr. Ja, ich weiß, aber es ist halt nun mal so. Das Ostern ist jetzt vorbei und man hat da als Koch halt echt verdammt viel zu tun, weil auch die älteren Herrschaften, die in so ein Etablissement abgeschoben werden, dessen Kinder sie nicht mehr haben wollen, dann müssen wir halt mal wieder ran. Aber auch natürlich andere Köche, wo ihr mit euren Familien essen gehen wollt, müssen natürlich die Köche auch herhalten. Aber es gibt auch noch ein paar andere. Und ja, das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass man kein Video hochlädt, aber wisst ihr eigentlich, wie ich die letzten Tage nach Hause gekommen bin? Hey Schatz. Ich bin zu Hause. Ja, aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach mal so ein kleines Tribute-Video starten für alle die, die am Wochenende oder Feiertage oder Oster, Weihnachten, Silvester arbeiten müssen. Und ja, worum es da genau geht und was ich damit eigentlich ausdrücken will, seht ihr gleich. Leute, erstmal fröhliche Ostern nachträglich von mir. Vorher war das ja leider nicht möglich. Und ja, ihr habt ja schon gesehen, wie ich die letzten paar Tage nach Hause gekommen bin. Und ja, diese Momente, die nerven einen richtig hart. In diesen Tagen ist man richtig schlecht gelaunt, richtig hart getriggert. Aber keiner hat so wirklich Verständnis dafür, warum man denn eigentlich so schlecht drauf ist. Man muss sich mal vorstellen, man geht zur Arbeit und einem passiert so etwas. Alles. Zigaretten, Handy, Feuerzeug. Hey, listen. Ja, man kriegt halt diese ganzen Ostergrüße und ja, das triggert einen halt ziemlich hart, dann noch obendrauf einen drüber zu kriegen. Das kommt einem dann so vor, als würden alle anderen einen auslachen, weil sie frei haben und du nicht. Ja, aber sind wir einfach mal ehrlich, für alle, die jetzt sagen, du hast dir den Job ausgesucht, ist vollkommen richtig. Wenn ich aber jetzt überlege, ich komme aus einer Generation, wo die Lehrstellen ziemlich rar gewesen sind nach der Schule. Ich würde jetzt einfach mal übertriebenermaßen sagen, 70% aller, die aus meinem Jahrgang aus der Schule gegangen sind, waren arbeitslos. Die hatten nämlich keine Lehrstellen. Da war es noch nicht so wie heute, dass man mit einem Baumschulabschluss schon auf die Baustelle konnte, ob Maler und Verputzer oder keine Ahnung, Schreiner, Maurer, Zimmermann, so wie heute, weil es einfach nur gesucht wird ohne Ende, dass sie teilweise schon im Praktikum dir den Ausbildungsvertrag hinschmeißen und sagen, hey, willst du nicht bei uns anfangen? Nee, bei uns war das nicht so. Wir hatten nämlich ein Auswahlverfahren, das war ziemlich hart und wenn man da scheiße in der Schule war, da haben sie echt nur auf die Noten geschaut, dann hast du halt echt gelitten. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt nicht eine Ausrede dafür, dass mir den Job ausgesucht hat, weil Kochen macht ja eigentlich im Sinne Spaß. Und damals hatte ich noch keine Beziehung, also ich war Single, ich hatte noch keine Kinder, kein nichts und ich hatte eigentlich, ja, Spaß am Kochen. Also dachte ich mir, warum denn eigentlich nicht? Und ja, und es hat ja auch einen Grund. Wenn jetzt so viele Leute sagen, warum hast du den Job ausgesucht? Wenn jetzt wirklich jeder so denken würde. Wenn man jetzt mal überlegt, ihr wollt mit eurer Familie geschmeidig essen gehen. Wo geht ihr hin? Ins Restaurant. So, wer muss dann arbeiten an solchen Tagen? Der Koch. Wenn jetzt zum Beispiel die älteren Herrschaften, die ich bekoche zum Beispiel, dessen Kinder sie einfach nicht mehr haben möchten, was natürlich ein Blödsinn ist, vielleicht sind sie so pflegebedürftig, dass es die Kinder einfach nicht mehr schaffen, dann kommen sie halt in ein Altenpflegeheim. Und dafür sind wir dann zuständig, also ich, um diese ganzen Kochen zu verpflegen, weil die wollen ja auch was essen an Feiertagen. Ist ja völlig logisch. So, wenn man jetzt aber überlegt, es gibt noch ganz andere Betriebe, zum Beispiel am Feiertag, wenn ihr morgens Brötchen haben wollt, wo geht ihr hin? Die Bäckerei. So, Bäckereifachverkäufer und Verkäuferinnen müssen natürlich auch ran, dass ihr morgens eure Brötchen habt. Oder zum Beispiel seid im Osterurlaub und verletzt euch oder im Skiurlaub und knallt mal in den nächsten Baum. Ja, dann kommt ihr ins Krankenhaus, wo dann die Krankenpfleger und Schwestern sich um euch kümmern, dass es euch gut geht. Ja, und es gibt natürlich auch noch viele andere Jobs, die an solchen Tagen
dafür da sind, dass die, die frei haben, dass es denen gut geht. Und die regen sich halt darüber auf an solchen Tagen. So, aber es ist halt wirklich so, dass viele, auch von den Angehörigen, also auch von meiner Familie, keiner wirklich auf Verständnis stößt, warum man denn so schlecht gelaunt ist und wieso, weshalb, warum. Aber an meiner Stelle, wenn ich ganz ehrlich bin, möchte man einfach mal ein Dankeschön hören. Wisst ihr, wie ich meine, wenn man jetzt, ne, wenn man sich jetzt wirklich da hinstellt und pflegt die kranken Leute oder die Älteren oder verkauft Brötchen oder bekocht die Leute, dass man einfach mal ein Dankeschön hört. Und deswegen dieses kleine Tribute-Video an alle, die an solchen Tagen arbeiten müssen. Einfach mal ein Dankeschön an euch. Wenn es mir nämlich schlecht geht, bin ich auch im Krankenhaus und dann seid ihr für mich da. Und natürlich in allen anderen Belangen auch. Meine Frau zum Beispiel ist ja auch Bäckereifachverkäuferin, die muss auch Wochenende, Feiertage ran. Und das ist auch ziemlich krass, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und auch an diejenigen natürlich ein fettes Dankeschön. Das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen wollte, ne? Zwecks dem Unverständnis, auf was man manchmal stößt, wenn man halt schlecht gelaunt ist. Es ist halt nun mal so, da muss man durch. Aber man muss es auch akzeptieren, dass man in so einem Beruf arbeitet. Aber man gewöhnt sich irgendwie nie wirklich daran. So, und das war's eigentlich schon. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte jetzt noch auf ein ganz anderes Thema hin. Ich wurde ja schon öfters in den Streams angesprochen. Hey, Rauchen ist ungesund. Warum rauchst du denn überhaupt? Du bist eine Vorbildfunktion, habe ich schon in den Kommentaren gelesen. Und ich muss auch sagen, ihr habt ja recht damit. So, jetzt hat der Torriders mich mal geschrieben. Hier, pass mal auf, wenn du jetzt auf die E-Zigarette umsteigen würdest, ich würde dir eine utopische Summe spenden. Gut, deswegen würde ich es jetzt nicht machen, weil es ist nicht in meinem Ermessen, Kinder und Jugendlichen das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern ich finde, das ist ein krasser Ansporn, ich finde das geil. Er hat gesagt, ich soll ein Videotagebuch machen, jeden Tag und einfach auf die E-Zigarette umsteigen. Die letzten Tage konnte ich es nicht, hat man ja im Stream gesehen, ich habe immer noch geraucht, das lag aber auch an den Feiertagen, weil man da ziemlich viel Stress hat und ich habe es halt einfach gebraucht. So, und das mit dem Aufhören ist ja gar nicht so einfach, so mal eben, zack, ich höre jetzt auf. Das funktioniert ja nicht, ne? Ist halt einfach so. Aber dieser Ansporn, der wird mich jetzt echt mal wieder reizen und ich habe es ja auch schon mal mit der Community, also mit euch, habe ich es ja schon mal geschafft, für ein ganzes Jahr aufzuhören und ich denke mal, das ist ein echt guter Weg und ich werde das auf jeden Fall ab morgen, denke ich, das Video lade ich jetzt eigentlich morgen hoch, also dann übermorgen in dem Fall, werde ich das Ganze starten. Ich werde dann mit der E-Zigarette anfangen, weil der Osterstress jetzt vorbei ist. Es gibt keine Ausreden mehr und ich werde es einfach mal versuchen. Allein schon auch, um meine eigene Gesundheit ein bisschen zu verbessern. Nicht? Aber davon auch schon Schluss. Ihr werdet auf jeden Fall mehr davon sehen. So, für die, die jetzt neu eingeschaltet haben und denken, hey Mann, der ist ja richtig cool, Alter, dann drückt ihr am besten auf die Fratze hier. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann hier, da ist so ein Video auf den Zuschauer angepasst. Klickt es halt einfach mal drauf. Vielleicht kennt ihr es noch nicht. Oder die, die neu dabei sind, schauen sie es halt einfach mal an. Nicht? Und ja, ich wünsche euch noch schöne Ferien. Die meisten von euch haben ja noch Ferien. Für alle anderen, die nur Urlaub haben oder arbeiten müssen, trotzdem noch eine schöne Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und wie schon gesagt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke drücken, hundertprozentig läuft. Ich würde sagen, see you next time, euer Avenger. Haut rein, ihr Ratten. Servus, alter Schwede.